Ihre Lokalzeit Münsterland mit Hendrik Schulte. Guten Abend, willkommen bei uns am Donnerstag. Wenn Sie heute 1000 Leute fragen, was Sie morgen machen würden, glaube ich nicht, dass viele einen Besuch im Freibad auf ihrer Liste ganz weit oben hätten. Ganz einfach, weil es aktuell doch noch ziemlich kalt ist irgendwie. Aber echten Freibadfans ist das völlig gleich. Die lieben Wasser unter freiem Himmel und können ab Samstag in Oelde-Strombeck wieder ihre Bahn ziehen. Und da ist das Wasser muckelig warm, bis zu 28 Grad mit Biogas-Power aus der Nachbarschaft. Knapp 3 Monate war das Bad dicht. Jetzt ist wieder Anschwimmen im blitzsauberen Bad. Da steht sie und schrubbt im Badeanzug im Wasser bei 2 Grad Außentemperatur. Es macht ihr nichts. Gilla Stuckemeier ist warm und sie fühlt sich pudelwohl. Wissen Sie, wie das Wasser ist? Wie Seide auf der Haut. Wirklich? Wie Seide auf der Haut. Sie glauben es gar nicht. Also eine Seidenbluse kann nicht schöner sein wie das Wasser. Die Ablaufrinnen sind dran. War auch nötig, sagt die 79-Jährige. Das mache ich immer. Sobald ich sehe, dass der Rand ein bisschen dunkel ist. Ne, im Sommer ist es ja ganz schlimm, da fahre ich das jeden Tag. Wirklich? Jeden Tag? Jeden Tag gehe ich schwimmen und wenn ich sehe, dass der Rand dunkel, also so wie, ne, wenn man praktisch, naja, was alles so der Körper abgibt, gibt es immer so einen schwarzen Rand. Und hier mit diesem Schwamm, ruckzuck, alles sauber. Gilla Stuckemeier ist nicht die Einzige, die putzt. Das Bad wird vom Förderverein betrieben. Mitmachen gehört für Mitglieder dazu. Ein paar Meter weiter sind deshalb Bianca und Johanna am Werk, bei den Außenduschen. Hier bilden sich immer Algen durch das Wetter, wenn viele Sonneneinstrahlungen drauf sind und der Regen. Und dann muss das Fußfett, genau, dann muss das halt abgemacht werden. Überall liegt noch Schnee auf der Wiese. Das erleben die beiden auch nicht so oft. Sie sind dick eingemummelt. Sie freuen sich schon, dass die Saison jetzt wieder losgeht. Ein schönes Gefühl. Hat irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie man das erklären soll. Ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Man freut sich, dass die Badegäste auf jeden Fall wiederkommen, dass es hier endlich losgeht wieder. Draußen ist kalt und das Wasser ist so 28 Grad, ist schön muckelig warm. Und es gibt viele Leute, die wollen einfach nur im Freibad schwimmen. Die wollen gar nicht ins Hallenbad. 28 Grad warmes Wasser, damit wirbt das Freibad in Stromberg ja immer. Das wird bis Samstag eher nicht klappen. 25 Grad sind realistisch. Weil nachts es noch sehr kalt ist, der Schnee, der jetzt gefallen ist, der hat die ganze Wasseroberfläche abgekühlt. Und wenn es windig ist, wir haben relativ kalten Wind, der treibt die Wärme auch aus dem Wasser heraus. Meinen Sie, die Leute trauen sich trotzdem rein? Ja. Ich weiß von Leuten, die sind auch hier ganz abgehärtet, die sagen, und wenn ihr 20 Grad hättet, wir würden kommen. Eine ist immer die allererste, die schwimmen geht. Das ist Gilla Stockemeier. Es ist ihr persönliches Privileg, im jungfräulichen Becken die ersten Runden zu drehen. Ich wollte vorige Woche schon. Und dann kam mir der Schnee. Ich denke, naja, ne? Aber irgendwann habe ich gleich gesagt, bevor das offen macht, muss ich rein. Das hat sich heute natürlich super ergeben. Die erste Runde allein. Es sei ihr gegönnt.